Zählen Sie die 5 Zweige der gesetzlichen Sozialversicherung auf. Nun, es ist schön, wenn in der Frage schon ein Teil der Lösung ist, nämlich hier 5. Die Strukturzahl für die gesetzliche Sozialversicherung ist also 5. 5 Zweige, da ist die Krankenversicherung, da ist die Rentenversicherung, da ist die Arbeitslosenversicherung, da ist die Pflegeversicherung und da ist die Unfallversicherung. Ich mache es nochmal langsam. KV, Krankenversicherung, RV, Rentenversicherung, AV, Arbeitslosenversicherung, PV, Pflegeversicherung, relativ spät dazugekommen, die anderen drei sind sehr viel älter, und die Unfallversicherung. Hier bei diesen, da gibt es so ein Arrangement, da man kann im Prinzip vereinfachend sagen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlen jeweils die Hälfte. Das stimmt jetzt auch nicht mehr so hundertprozentig, aber so im Prinzip. Und die Unfallversicherung zahlt allein der Arbeitgeber. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Der führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Alles Gute, Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.